Idee, die Energie regional zu erzeugen, um sie auch dort vor Ort weitestgehend wieder zu verbrauchen, wird unsere Zukunft sein. Kritik gegenüber tiefgreifenden politischen Entscheidungen konstruktiv begegnen. Wie das gehen kann, zeigen die Stadtwerke Wolfhagen. Die Stadt beschloss 2008, ab 2015 vor Ort so viel Strom regenerativ zu erzeugen, wie verbraucht wird. Gegenstimmen blieben nicht aus. Es gab dort sehr viel Misstrauen erstmal in die Sache hinein, weil es ja nichts Vergleichbares gab. Die Antwort war die Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft. Deren Ziel war und ist es, den Sorgen der Gegner Aufmerksamkeit zu schenken und zugleich die Energie der Befürworter für sich zu nutzen. Ohne Zweifel ist sowohl der Solarpark, den wir hier sehen mit 18 Hektar, als auch der Windpark natürlich ein Eingriff in die Region. Aber wir glauben daran, dass es ein guter und auch ein akzeptanzfördernder Weg ist, wenn Bürger bei Entscheidungen mit integriert werden, mit einbezogen werden. Heute hält die Genossenschaft einen Anteil von 25% an den Wolfhagener Stadtwerken. Davon profitieren alle. Das frische Geld, was die Bürgerenergiegenossenschaft in der Größenordnung von etwa 2,5 Millionen Euro hier eingebracht ist, das sehen Sie hier physikalisch stehen. Ein spannendes Modell. Aber ist es anwendbar für alle? Also für alle letztendlich, die begriffen haben, dass die Zukunft eben nur gelöst werden kann, wenn regenerative Energien eingesetzt werden.